Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's On Play, Minecraft. Ich habe das so oft gesagt. Und es ist Nacht, ich gehe mal kurz pennen. So, kurz mal, weil wir wollen ja auch ausgeruht hier. Da, jetzt ist wieder Tag draußen, schön. Was wollte ich heute eigentlich machen? Ich weiß es gar nicht. Also, hier oben haben wir alles fertig. Okay, hier oben haben wir alles fertig gebaut. Ich weiß gar nicht, wollte ich in der unteren Etage hier jetzt weiterbauen? Oder wollte ich jetzt anfangen mit dem Gebäude? Ich müsste auch eigentlich Enderperlen farmen. Wo kann man das eigentlich am besten machen? Muss man da irgendwie eine Höhle suchen? Oder ich weiß ja gar nicht, im Keller hier ist... Alter, ist das etwa... Ist das dieses zusätzliche OpenGL, dass hier plötzlich irgendwelche Sachen flackern? Ich könnte ja mal das Sortiersystem hier bauen. Das ist total langweilig für euch, weil ich hier dann einfach nur Fließbandarbeit mache. So, gucken wir doch einfach mal. Eigentlich müsste ich in der Kiste hier... Mann, ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt. Eine Kiste hier. Repeater, Comparator. Repeater brauche ich eigentlich hauptsächlich. Comparator brauche ich auch. Ich brauche Fackeln. Ich überlege gerade. Hopper brauchen wir. Das Brot legen wir mal weg. Fackeln dahin. Brauchen wir sonst noch was? Redstone brauchen wir auch. Die normale Fackel kommt dann weg. Oh, nehmen wir einfach ein bisschen mehr Redstone mit. So, hier. Mossy Stone Brick. Birchwood haben wir nicht mehr wirklich viel. Brauchen wir Holz? Nee, wir brauchen Stein, oder? Stone brauchen wir. Oder? Stone. Cracked Stone, Stone Bricks. Stone brauchen wir. Mal überlegen. Hier sind noch ein paar Redstone Torches. Holz brauchen wir eigentlich nur, wenn wir neue Torches machen wollten. Also hier, Sticks. Sticks plus Redstone gleich Torches. So. Weil... Ich muss mir das echt nochmal angucken hier. Wie habe ich denn das gebaut? Habe ich das hier eigentlich schon fertig gebaut? Ja, ich habe das hier fertig gebaut, oder? Ja, habe ich. Okay, also da kommt eine Fackel hin. Da kommt ein Repeater hin. Der zeigt in die Richtung. Okay, gut. Ja, dann laufen wir mal eben hier rüber. Eigentlich schade, dass ich sowas nicht quasi... Das ist bei Minecraft. Ich habe in letzter Zeit nicht wirklich Minecraft gespielt, weil ich in... Das hier ist der Repeater, oder? Comparator? Repeater. Irgendwie sehen die Symbole sich ähnlich. War das in die Richtung? Glaub schon. Nein, was ich sagen wollte ist... Ich habe in letzter Zeit angefangen... Ja, ich weiß, es ist böse... Aber ich habe in letzter Zeit angefangen, kein Minecraft zu spielen, sondern ich habe... Ja, ich muss mich schuldig bekennen. Ich habe Dings gespielt. Starbound habe ich gespielt. Weil das ist schon ein geiles Spiel, muss man zugeben. Also, okay, hier die beiden Kisten kann ich irgendwie nicht mehr... Wenn ich den weggrabe, da ist ja... Na, ich muss die Kisten da abreißen. Oder sie sind halt Deko, aber ich kann sie nicht verwenden. Sie sind nutzlos. Obwohl ich überlegt habe, vielleicht ein anderes Prinzip zu bauen hier. Aber das würde erfordern, dass ich da, dass ich intelligent bin. Ja. Und das bin ich nicht. Ich bin doof. So, wir haben auch gar keine Erde dabei, fällt mir gerade auf. Wir brauchen, was brauchen wir eigentlich alles? Ich brauche so viel Kram. Also ich muss mir ein paar Hopper zusätzlich machen. Ich brauche Erde. Erde. So. Da haben wir Erde. Wusste ich doch. Warum habe ich das hier eigentlich nicht einsortiert? Hier, ich meine zum Beispiel Beef. Nether Quartz? Ah, Nether Quartz brauchen wir doch, um Dings zu bauen. Um diese lustigen Comparators da zu bauen. Naja. Also, ich spiele momentan Starbound und das Lustige ist, da, also man kann nicht abstreiten, dass es quasi eine Kopie von Terraria ist, nur eben im Weltraum mit ein paar zusätzlichen Sachen. Doch, Erde habe ich da. Mit ein paar zusätzlichen Sachen. Und mit zusätzlichen Sachen meine ich sowas wie, naja, das Crafting ist ein bisschen einfacher gehalten und ansonsten auch, die bleiben so, oder? Auf 1? Alle? Ja. Ne, nicht nur... Ne, böse. Geht das so? Nein.
toll. Naja, das Crafting ist einfacher, sprich man muss nicht mehr irgendwelche Rezepte oder so pauken, sondern es reicht einfach nur... weiter als hier kann ich nicht bauen. Man muss halt einfach nur da, hier, du hast dein Menü, da klickst du drauf, dann zack, gecraftet, fertig. So einfach ist das. Ich hoffe, dass ich hier keinen Müll baue, weil ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wie ich das da gebaut habe. Aber es waren doch eigentlich, wo habe ich die Fackeln hingepackt? Da habe ich die Fackeln hingepackt. Es ist doch ein bisschen dunkel. Ich fürchte nicht, dass ich mich im Dunkeln fürchten würde, aber ich sorge doch lieber ein bisschen für Licht hier. Hier sogar doppelt. So. Also ich habe Terraria früher mal angespielt, aber ich habe mich nie dafür interessiert. Weil es war jetzt nicht so wirklich spannend, fand ich. Ich muss echt nochmal nachgucken, wie ich das jetzt gebaut habe. Das ist schon so lange her, dass ich da mal irgendwie... Damals konnte ich das auswendig bauen, so. Zuck, 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 zuck. Fertig, Bau. Habe ich da ein Skelett gehört? Achso, ist wahrscheinlich irgendwo hinter der Wand. Okay, also hier so ein Um-die-Ecke-Block. Dann da Redstone, hier den Dings drauf und da den dran. Okay. Ist da irgendwas drin? 2 Sandstone? Konnten die denn da reinfallen? Kommt raus da. Da ist auch irgendwas reingefallen. 2 Bricks. Und auch hier ist was drin. Noch mehr Bricks. So. Noch mehr Sandstone. Kann er nicht angehen. Hä? Warum leuchtet denn der? So, jetzt müsste eigentlich da was in die Kiste gefallen sein. Na toll, ich komme da nicht mal an den unteren. Komme ich da an den unteren noch irgendwie ran? Glaub nicht. Welcher war denn das jetzt? Na toll. War das der? Nö. War das der? Nö. Der da unten? Nö. Der? Nö. Komm ich an den daneben? Auch nicht. Der? Nö. Kiste? Kiste? Hä? Da war doch eben irgendwas. Toll. Jetzt muss ich alles kaputt machen, um nachzugucken, ob in irgendeinem der Trichter noch irgendwas drin ist. Komisch. Dachte, da wäre irgendein... Na? Nö? 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 Auch nicht? Hä? Der hat doch eben geleuchtet. Oder ist es hier irgendwo in den Kisten? Nö? 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 Hä? Keine Ahnung. Wehe, das funktioniert dann später beim Sortieren nicht. Dann flippe ich aber aus. So, dann bauen wir das mal eben schnell wieder zu. So, so. Den auslassen. Zack, zack, zack. Und hier noch 2. 1, 2. Und den dahin. Und da auch hin. So. Keine Ahnung. Wir könnten zwischendurch ja mal was essen hier. Nein, nicht die Kiste aufmachen. Essen, essen, essen. Ja, wer macht denn in echt solche Essgeräusche? Aber naja, gut, bei Terraria ist das ja auch nicht besser. Also, wenn man da irgendwie Bandagen benutzt, er kaut zwar nicht im Anschluss, aber sieht aus, als würde er die fressen. Nee, nee, nee. Wir könnten uns auch aus ein paar Iron-Dingern da noch ein paar Hopper machen, höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich nehme auch mal die Iron Blocks mit. Ein Crafting Table habe ich hier nicht zufällig rumliegen. Nein. Aber da steht einer. Weil, nein, nicht... ich bin ja auch blöd. Das ist ja gar kein Crafting Table. Das ist eine Kiste. Alter, ich habe Minecraft so lange nicht mehr gespielt. Ich kann schon keine Kisten von Crafting Tables mehr unterscheiden. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich muss mal einen oben holen. In der Holzkiste müssten noch ein paar drin sein. Na? Ja, da sind 11 drin. Nehmen wir einfach mal alle mit. Tun wir uns einen hier unten hin. Da können wir auch eigentlich einen hinten hinpacken. Na, auf jeden Fall. Terraria war ich ja gerade. Beziehungsweise Starbound. Und das Lustige ist, da gibt es momentan so viele Updates, dass man irgendwie, ich weiß nicht, also, ich habe da irgendwie gespielt und dann plötzlich gab es ein Update und, wipe, alles weg.
alles weg. Und ich, Idiot, hatte natürlich alle gesammelten Erze und alles gesammeltes Gold, Platinum und Diamanten, alles, was ich hatte, hatte ich in Kisten auf dem Raumschiff. Und ich hatte auf dem Raumschiff auf Amboss und Crafting Table, alles hatte ich da hingepackt. Ja, super, nach dem Wipe natürlich alles weg. Das war, da habe ich mich ja sowas von gefreut. Ach nein, da kommt ja eine Kiste in die Mitte. Boah, jetzt habe ich keine Kisten dabei. Ah, Kisten. Untere. Ich muss hier echt mal ein bisschen Chest. Toll. Welche ist jetzt die trapped und welche die nicht trapped? Super. Chest. Ach, Menno. Das ist schon so ein bisschen nervig. Naja, gut. Versuchen wir es mal. Also, Trichter. Nein, den in der Mitte darf ich da nicht hinsetzen. So, das sind die normalen Chests. Oder geht das auch mit den anderen? Mal gucken. Ja, es geht mit beiden. Na toll, jetzt weiß ich nicht mehr, welche die Trap Chest ist. Super. Sie sehen beide gleich aus. Immerhin habe ich nicht mehr dieses Weihnachtsskin hier drauf. Das war ja, naja. Das war ja echt, also stell mal vor, ich würde jetzt noch mit Weihnachtsskin spielen, weil, habe ich das eigentlich schon gesagt? Frohes Neues, ja. Wir haben nämlich also frohes 2014. Vielleicht seht ihr im Hintergrund des Vorspanns Feuerwerk, wer weiß. Weil ich habe mir nämlich über Minecraft, was soll dieser Zoom auf einmal? Lass das. Ich habe nämlich über Weihnachten kein Minecraft gebracht, falls das jemandem aufgefallen ist. Weil ich mir dachte, naja gut, ich mache auch mal eine kurze Pause. Weil so auf die Dauer ständig nur Minecraft, das, weiß nicht, das, naja, also ich habe jetzt mit Bioshock Infinite, dem DLC, angefangen. Ja, die Kisten müssen weg. Das ist so nervig wegen dieser Treppe hier. Aber ich kann sie nicht anders bauen. Kurz Nase kratzen hier. Ja, es geht nicht anders. Naja, gut. Bauen wir. Ja, ich kann die hier ja einfach so hinknallen. Okay, das hatte ich befürchtet. Wir haben noch Chests. Wir haben noch ein bisschen Iron. So. Zack. Wir haben noch ein bisschen Iron. Bisschen, ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Es wird reichen, hoffe ich doch mal. So, Iron packen wir mal hier rein. Kisten. Zack. Ich weiß echt jetzt nicht, welches ist die Trapped und welches die normale Chest. Es ist zum Mäusemelken, wie man früher sagte. Ich weiß nicht, wer Mäuse melken wollte, aber es gab scheinbar irgendwelche Leute, die es gemacht haben. Okay. Und jetzt kommt oben drüber die Reihe, die die Sachen weiterreicht. Und das, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss irgendwie um das Grundstück herum eine Reihe von Weiterreicheimern quasi bauen. Oh, die habe ich hier auch noch nicht gebaut. Okay, ich brauche doch noch ein paar mehr Hopper, glaube ich. Weil ich nämlich das dann folgendermaßen mache. Das geht hier quasi hinter der Wand weiter. Ja, könnte ich eigentlich jetzt kurz mal hier oben. So, hier oben geht's weiter. Ja. Ich mache mir hier jetzt erstmal Fackeln hin. Die Fackeln kommen dann weg. Obwohl, die Fackeln könnte ich auf den Boden setzen. Weil hier oben kommt ja die Eimerkette. Das hätte ich natürlich im normalen, auf dem normalen Server auf dem Grundstück nicht machen können. Da hätte ich im Endeffekt die, die Rückwand einverziehen müssen. Oder ich hätte die Eimerkette hier, die im Endeffekt das Eimer rumreicht, hätte ich woanders hinsetzen müssen. Weil ich bin ja jetzt hier außerhalb meines Grundstücks, fällt mir da auf. So, zu. Eigentlich dürfte ich hier gar nicht sein offiziell, weil hier ist die Rückwand. Mehr, weiter nach hinten darf ich gar nicht bauen. Ja, ich überlege auch gerade, ob ich...